Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Okay, warum hat sich das bewegt? Zu einer neuen Folge Sims 4 Rags to Riches Mega Challenge. Und solltet ihr das letzte Video geguckt haben, habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr bis zu Ende geguckt habt, gesehen, dass ich vergessen habe, Dinge zu zahlen. Und während jetzt die Herrschaften schlafen, machen wir das nämlich schnell. So. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, er steht auf. Ich mache das jetzt trotzdem schnell. Wir haben nämlich eine neue Karriere eingeschlagen, was 1000 sind. Wir müssen für Ito das Reisen auch bezahlen. Der muss jetzt auch den vollen Preis bezahlen, was 5 für hin und 5 für rück. Das heißt insgesamt 10 ist. Der Eintritt ins Museum kostet für Teenager und Erwachsene 10 und für Kleinkinder 2. Heißt, wir müssen 1032, wenn ich noch rechnen kann, abziehen. Und damit ich es nicht wieder vergessen kann, machen wir das jetzt gleich. Dann haben wir 4130. 4130 müsste passen. Weil ich Genie, ich sehr verpeilt. Genau, passt. Und dann kann ich das nämlich nicht mehr vergessen. Und dann gucken wir mal. Dakota gehört gebürstet. Du musst in die Schule. Was hast du? Oh, wegen der Matratze. Ja, gut. Du kannst aber noch schnell was essen. Ich gebe es offen ehrlich zu. Ich habe gerade absolut keinen Plan mehr, ob ich irgendwas machen wollte. Weil ich gerade sehr, sehr verpeilt. Ich bin furchtbar verpeilt, also. Das. Nein. Dann kannst du auch. Nein, du sollst einfach nur was. Mein PC ist gerade sehr, sehr lang. Also der reagiert irgendwie gerade sehr, sehr langsam. Wie geht es dir? Du musst nur aufs Töpfchen. Ja, keine Ahnung. Dakota, bleib stehen. Dakota? Er schläft. Ich glaube, wir müssen mit ihr am. Spielen. Wir müssen mit Emerald am Abend arbeiten gehen. Aber dann ist Ito da, der auf die Kleine aufpasst. Das heißt, wir brauchen. Erstmal keinen. Oh wow. Ito ist zur Schule. Ja, eine Dreiviertelstunde zu spät. Kannst du den hier bitte baden? Schüssel füllen? Unsere Kleine hat keinen Spaß. Amen. Sie ist so putzig. Wow. Wir kriegen. Warum kriegen wir immer noch so viel? Oh. Ito hat soeben die Ergebnisse seines SDT-Tests, Erfolgsbewertungstests, bekommen. Seine Punktzahl ist nicht so hoch, wie er es gehofft hat. Soll er sich für einen Wiederholungstest anmelden oder einfach mit seinem Ergebnis zufrieden sein? Ganz ehrlich, du hättest mehr lernen sollen, dann wäre das auch gut gewesen. Ja, was will er denn? Er hat ja 98%. Morgen ist Liebestag. Oh Gott. Wie geht's dir? Eigentlich geht's dir ganz gut. Sei bitte fleißig. Ich würde mir wünschen, dass er weiterhin ein Einserschüler bleibt. Brand! Oh Gott, warum bist du böse? So. Das kriege ich hin. Was fällt uns hier gerade noch? Okay, wir werden jetzt gleich noch einen kleinen Ausflug machen, um das hier zu erledigen. Weil wir können ja leider.
Oder wir machen morgen. Nein, wir machen morgen einen Ausflug, weil wir wollen ja noch ein. Warum bist du traurig? Oh, Mai. Ach, Süße. Ich finde das so süß, immer wenn sie mit den Hundchen agiert. Oh Gott, Dakota ist ganz ehrlich. Ich habe mir am Anfang. Emma? Ich habe mir ja am Anfang Sorgen gemacht. Was bitte hast du gerade gemacht, damit du Fitnessfähigkeit bekommen hast? Egal. Das ist nämlich das nächste, was wir angehen. Was bitte ist mit dir los? Na, spiel mal ein bisschen mit ihr und bürste sie. Wir werden es nämlich demnächst angehen, dass unsere liebe Emerald ein bisschen sportlich sich betätigen wird. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, sie hat ja jetzt einen Job als. Sch oh, wir brauchen noch schelmische Aktionen. Sie hat ja. Es tut mir leid, Bran. Es tut mir so leid. Hass mich bitte nicht. Es ist ja selbst sicher sehr schön. Er ist gerade wütend gegangen. Nein. Es tut mir leid. Hey, danke, Markus. Ich stoppe. Wir werden wieder ewig brauchen. Wo bist du jetzt hin, Ito? 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 Oh. Die Kleine hat Hunger. Öffnen. Kleine, magst du einen Burger? Wo bist du eigentlich? So, wir stellen das auf den Tisch. Ah, da ist die Kleine. Herumlaufen. Geh hier ein Stück und nimm dir hier ein Stück. Aber ganz ehrlich, sie ist schon ein ganz schönes Bruderkind. Nein, sie hängt ganz schön an ihrem Bruder. So, wenn du jetzt fertig bist, warum bist du überhaupt in der Badewanne? Duschen geht viel schneller. Geh mal hier hin. Und dann beste Freunde werden. Über Heizkosten beschweren. Nee, es ist noch kalt. Es ist noch. Okay, nein, wir müssen beste Freunde werden. Ich muss kurz was machen. Hier Familie. Haben wir das hier? Nee, können wir nicht hin. Okay. Ich glaube, irgendwo gibt es eine, wo man beste Freunde werden muss. Du würdest gerne spazieren gehen. Kannst du mit ihm. Kannst du ihn noch mal umarmen? Bitte, bitte, bitte. Ich will ein Bild davon, das ist so. Nee, wir loben ihn jetzt einmal kurz. Eigentlich mü über Pflichten belehren. Eigentlich müsste ich es wirklich machen. Apokalypse beschreiben. Soll ich's machen? Ich glaube, ich's mache. Wenn ich's wieder finde. Aber dann sind sie wahrscheinlich beide. Nee, ich mach das nicht. Oder? Nein, ich mach's. Ich will mir den Spaß erlauben.
Ich weiß nicht, ob das gut geht. Unsere Kleine will irgendwas. Wir gucken gleich nach ihr. Dieses Bild ist doch absolut genial. Und? Er ist genervt. Okay, jetzt plaudern sie nur noch. Ich hab's euch gesagt, sie wird beschämt sein. Okay, geh mal bitte schnell duschen. Kleine, was hast du? Oh, Zucker. Ich habe wieder eine Torte gegeben. Kleine, wenn du müde bist, dann geh schlafen. Ito, kannst du sie kurz anleinen? Habt ihr das gerade gesehen? Dakota hat den Ball direkt vor Itos Füße gelegt. Okay, ich lasse mal schneller laufen. Oh Mann, jetzt ist das Fragezeichen nicht mehr da. So. Liebe Emerald, ich hoffe... nein, die muss jetzt arbeiten gehen. Hier hingehen. Auf dass du irgendwelche Sachen guckst. Ich hoffe, dass sie konzentriert... Okay, sie geht einfach so. Drück mir die Daumen, dass das klappt. Und sei bitte fleißig. Er ist weiterhin Pfadfinder! Okay, kannst du sie anleinen? Das wollte ich eigentlich machen. Mehr Auswahl. Nett sein zu... Ich hoffe immer noch, dass ich Emma mit Tetsu verkuppeln kann. Dakota! Ich weiß nicht warum, ich finde die beiden zusammen total süß. Aber kann ich Dakota ermutigen? Ich will unbedingt Welpen. Ist das gemein? Ich will unbedingt Welpen. So, lass das Ball holen spielen. Ich meine, er hatte ja gerade das Gespräch mit der Mama. Also mit Emerald. Oh Gott. Warum bist du so... Er grinst. Er grinst. Und er möchte joggen gehen. Und er möchte singen. Üb singen, weil du kannst nicht joggen gehen, weil du die Kleine nicht allein lassen kannst. So. Fitness, Naturabenteuer. Ah, okay. Weißt du was? Angeln gehen. Furchtbar an. Ich könnte ihn auch ins Bett schicken, theoretisch. Dann schicken wir ihn schlafen. Oh Gott. Könnt ihr euch vorstellen, er ist schon ein Teenager.
Wann kommst du wieder? Um 2 Uhr. Okay, dann kannst du die Schüssel füllen. Oh. Okay, sie hat 161 mit nach Hause gebracht. Oh, mit ein bisschen Glück können wir noch aufsteigen in der Folge. Ja. Okay. Das heißt, wir machen morgen ein Wurmut, räumt unsere Kleine vom Grabstein. Ich kann mir bei ihr auch Unfug machen. Ich will ihn aber nicht erschrecken. Warum sollte ich so etwas machen? So, dann schicken wir dich schlafen. Und dann. Wundervoll, dann gucken wir gleich bei dir rein. Ja, das denke ich mir doch. Öffnen. Dieses Mal kriegst du kein. Kein Zucker. Sehr wütend. Emma. Ja. Kleine isst was. Jetzt ist sie. Oh, sie stinkt. Bitte einmal baden. Ito muss in einer Stunde zur Schule. Ito, wie geht? Ich bin begeistert. Obwohl, lass das duschen. Steh lieber auf und geh zur Schule. Kannst du die Kleine baden? So, sehr schön. Dann nimmst du Reste. Okay, und dann machen wir einen kleinen Ausflug. Sobald sie jetzt fertig gegessen hat, weil es ist Liebestag, Schulparty. Oh yeah, in der Schule. Liebestag in der Schule, wollte ich gerade sagen. In der letzten Woche haben die Kinder ihre jeweiligen Schwarm zur jährlichen Liebestag-Schulparty eingeladen. Es wird Kekse, Punsch, Musik, Geschenkkarten und natürlich lästige Aufpasser geben. Ito wurde noch nicht gefragt, daher hat er zwei Möglichkeiten. Alleine gehen oder jemand Besonderes einladen. Oh. Ich habe Mut bewiesen, sagt sich Ito immer wieder selbst. In dem Moment, als er seinen Schwarm gefragt hat, ob er mit. Oh. Ob er mit ihm zur Party gehen würde, kam auch schon die Absage. Das Nein kam wie aus der Pistole geschossen. Kurz danach dröhnte ihm das gemeine Lachen seiner Klassenkameraden in den Ohren. Er versteckt sich die ganze Party in beschämte Toilette mit einem Lama-Keks, der köstlich ist, aber die Geschehene nicht, oh, die Geschehnisse nicht rückgängig machen kann. Och Mann. Ido. Ich hätte es wissen müssen. Es ist schon mal nicht gut gegangen. Die ist so süß. Leviten lesen. Warum? Sie redet über Geld. Sehr fortschrittlich, dieses Mädchen. So, jetzt einmal bitte fertig essen. Oh, übrigens, ich werde heute wahrscheinlich zwei. Folgen aufnehmen. Habe ich spontan im Laufe des Tages entschieden. Es ist die Frage, wer wird unser Opfer in Anführungsstriche, Anführungsstriche für den Liebestag? Du kommst mit, ich hoffe, du kommst mit. Ich will, dass er mich hasst. Hey Markus! Nein, wieso bist du gerade zu uns gekommen?
Ich kann schlecht in eine Bar gehen. Mit der kleinen. Will ich die Welt wechseln, dann muss ich wieder was zahlen. Das kann ich dann wieder vergessen. Wir könnten in die Stadt gehen. Wir gehen dahin. So, und da sind wir. Und wir haben jetzt zwei Ziele. Einmal, dass er uns hasst. Drei Ziele. Den Abfluss verstopfen wir auch gleich noch. Aber jetzt bringen wir erst ihn dazu, dass er uns hasst. Ich meine, ich darf ja ein bisschen nachhelfen, oder? Wow. Ich weiß gerade nicht, was unsere Kleine macht. Wow. Muska Plabo and Treeb. Sawada. Benota Quant. Squamish. Kleine, will ich wissen, was du machst? Herumlauf. Oh Gott, das ist so süß. Die Kleine ist so putzig. Oh. Hey. Es tut mir leid. Ist gerade ungünstig. Ich glaube, er zählt schon zum Feind, zumindest. Die Kleine läuft einfach rum. Was? Wieso magst du uns jetzt auf einmal wieder? Hey Brand, nein, ist gerade ungünstig. Seht ihr das? Emerald ist ein viel zu netter Sim für das, was ich geplant habe. Es tut mir leid, ihr beide müsst euch hassen. Genau, stellen wir unseren Müll einfach dahin. Auf einmal mögen sie sich. Ich meine, es muss nicht für lange sein. Wir werden, auf Dauer werden wir natürlich versuchen, uns mit allen anzufreunden. Was denn sonst? Ja, jetzt werden wir wieder nicht gemocht. Kämpf, dann mag er dich richtig nicht mehr. Es tut mir leid. Kleiner, was machst du? Du bist so putzig. Die hier will ich verstopfen. So, Ito kommt jetzt gleich. Oh Gott, mein armer Ito. Okay, wir gucken mal nach unserer Kleinen. Bitte veranstalte kein Chaos, Kleine. Es gibt halt überhaupt nichts, was Kinder hier machen können. Verabscheuen sich jetzt. Yes, kann ich dich zum Feind erklären? Ich weiß zwar nicht, ob das schon zählt, aber ich glaube, hier die nächste ist es. Und sie vertragen sich schon wieder. Wie kann das sein? Zum Feind erklären. Wir probieren das jetzt. Wenn es nicht zählt. Oh. Wir gehen sofort heim. Eigentlich wollte ich ja noch. Es
Es ist niemand da. Da laufen wir hier rum. Yes, Idra hat lauter Einsen. Oh, wir haben die Kleine jetzt schon mal nach Hause geschickt. Dann kümmert sich Ito wahrscheinlich um sie. Was ich gut finde. Ja. Ach ja. Und jetzt suchen wir mal. Wen haben wir hier? Michelle Weber. Oh, ich weiß nicht, haben wir das schon gemacht? Wir brauchen jetzt noch einen jemanden, mit dem wir das Liebeszeug zeigen machen können. Wer bist du? Stopp. Senior. Könnten wir auch. Schneekugel suchen. Vielleicht machen wir das auch nicht. Weil ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, wer die nächste Person ist. Okay, wir gehen jetzt heim. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Schneekugel noch. Wollte sie mir eigentlich noch holen, aber. Guck mal, du hast oben eine Dusche. Hier, duschen. Ich kann das nicht mehr nutzen. Das ist voll sad. Ah, ich müsste ihm sein Zimmer noch umbauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist so cool, die Kleine ist so gut versorgt. Ich denke mir oft, die Sachen, was man im Kinderzimmer hat, hat man relativ lange, bis man dann so diesen Sprung zum Erwachsensein vielleicht macht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Du könntest derweil noch. Im Internet stalken. Wir können Leute stalken? Es tut mir leid, Eva, du bist jetzt. Ich weiß nicht warum. Die hat mich jetzt angesprochen. Wir stalken sie jetzt. Ich weiß nicht, was das für eine Person wird, ob das ein Freund wird oder ein Feind wird, aber wir stalken jetzt Eva. Ich habe übrigens immer noch nicht geschafft, die Leute älter werden zu lassen. Ich wollte es eigentlich vor der Folge wieder machen, aber ja, mein Leben ist Chaos und. Warum habe ich das nicht gemacht? Aber. Mit der freunden wir uns an. Sie ist ein Genie und sie ist. Nee, mit der freuen wir uns nicht an. Mit der prügeln wir uns wahrscheinlich eher, weil sie uns Dinge klaut. Aber wie cool. Obwohl. Da mach, was auch immer du machen wolltest und dann geh arbeiten. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Aufwischen. Nee, ich habe es zeitlich nicht hinbekommen. Das heißt, die und auch die nächste Folge hat noch die alten, Anführungsstriche, alten. Ich will immer noch Babys. Aber jetzt kann. Wladimir! Es wird immer besser. Komm bitte rein. Ich weiß, man macht's nicht, aber ich brauche ihn.
Nein! Vlad! Nein! Wir lassen ihn das. Nee, wir lassen ihn das nicht. Nein, du darfst das nicht reparieren. Hä? Er hat ja auch die Aufgaben. Kennst du ein Mädchen? Nadja, die ist aber auch erwachsen. Echt? Oder? Bloß die beiden. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir für ihn hier jemanden finden. Jetzt schicken wir ihn schlafen. Und dann ist die Folge eh gleich vorbei. Und ich möchte sie dieses Mal relativ schnell beenden, weil ich halt. Shit. Ich halte mich immer viel zu lange auf. So. Tschupp. Ob wir es geschafft haben, aufzusteigen, was ich gerade bezweifle, weil ich vergessen habe, darauf zu drücken. Aber ob wir es geschafft haben, sehen wir beim nächsten Mal. Ich nehme die Folge jetzt gleich auf. Das heißt, ich werde es jetzt gleich wissen. Und ihr müsst einfach bis zum Samstag warten. Und es kann sein, dass ich die nächste Folge oder auch die nächsten zwei Folgen Donnerstag oder Freitag aufnehme. Ich weiß es noch nicht. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich mein Plan für die nächsten Tage gibt, weil, wie gesagt, Chaos pur. Und jetzt verabschiede ich mich und wir sehen uns bald. Ciao.